So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir wollen jetzt schnell einkaufen. Jemand von euch kann die Schachteln dann aufschneiden, wenn ihr wollt, okay? Wir haben ein paar Tomatenpflanzen geholt. Wir werden den Garten wieder schön bewirtschaften. Und wir haben uns neue Haustiere geholt. Jetzt werden wir mal die Kamera umdrehen. Wir haben kleine Entenküken. Schaut sie einfach an. Ha? Schaut sie erstmal an. Jetzt machen wir sie in den Stall rein oben. Das große Küken kommt zu den anderen Hühnern. Ja, süß sind sie. Da müssen wir natürlich auch schauen. Gell? Süß, gell? Alter, Alter. Und sind sie weich? Ja, die haben ein bisschen reingekackt. Ja, gell? Jedes Tier muss Häuschen machen. Jedes Tier wird Häuschen machen. Alter, Alter. Oh, süß, ja. Niedlich, gell? Ja. Ja. Schaut mal, wie flauschig die sind. Schaut mal. So weich. So weich sind sie. Ja, sie haben Pfoten. Hm? Und sie haben also gleichen Hals wie ich. Das ist richtig. Oh, wie süß, ha? Wie süß. Oh. Das ist ganz lieb. Süß, ja. Können wir noch mehr Küken kaufen? Ja. Ich glaube, vier reichen, ha? Kleine Küken. Wie süß. Oh, wie süß sind sie, ha? Was mir aufgefallen ist, die haben gar keine Körner. Stimmt, das müssen wir noch reintun dann, gell? Okay. Aber die haben keine Körner. Die gucken sich hier ein bisschen groß. Super macht ihr das. Jetzt haben sie Futter. Jetzt müssen wir nur noch Wasser holen. Und dann können sie da leben und groß werden. Dahin. Und die Wärmelampe müssen wir noch montieren, gell? Ja. Weißt du, wo sie liegt? Ja. Sie süß, hat die kleinen Entenküken. Wie süß. Ja, tanzsam sind sie auch, gell? Die Wärmelampe. Kannst du sie füttern? Hat der mal Holunder-Sirup noch gemacht, also vor 3 Tagen angesetzt. Jetzt heute schnell abgekocht. Und jetzt füllen wir das dann in die Flaschen rein. Jetzt wird alles noch in die Flaschen reingefüllt. Den haben wir heute auch ganz neu gekauft im Bioladen. Mal das mal ausreichen, das muss man aus dem Keller noch welche holen. Da sind sie dann. Fertige Flaschen mit Holunder-Sirup. So, jetzt haben wir auch noch was Neues gemacht, gell? Und mein Schnuffel ist süß. Das Bad ein bisschen erneuert. Müssen wir von der anderen Seite hergehen. So, das geht woanders hin, müssen wir was montieren. Jetzt haben wir da einen neuen Spiegel, den müssen wir noch verbessern. Und da ein neues Badmöbel. Magst du mal zumachen kurz, bitte? Und mein Schätzchen. So schön. Sieht viel besser aus. Schätzchen. Ja. Und eine Lampe. Das da wird noch ausgetauscht, der ist altmodisch. So, jetzt waren wir heute wieder im Baumarkt. Haben wir noch ein paar letzte Teile für die Badmontage geholt. Und jetzt haben wir gestern noch eine Lieferung bekommen von Gewächshaus. Folien, also wir mussten ein ganzes Gewächshaus kaufen, um die Folie wieder in der gleichen Größe zu haben. Die stehen jetzt da. Da sind sie. Die werden wir dann auspacken. Die Metallgestänge brauchen wir nicht, wir brauchen nur die grüne Folie. Weil unsere Folie vom Gewächshaus ist ziemlich löchrig. Deswegen werden wir die austauschen, weil wir machen ein paar ja wieder Tomaten und Gurken und Zucchini habe ich gekauft. Die werden jetzt mal umdrehen.
Pflanzen. Ganz, ganz viele verschiedene Tomaten und da Zucchini, noch mehr Tomaten, Gurken. Jetzt machen wir das alles in die Gewächshäuser rein später. So, jetzt bin ich wieder im Garten. Von dem sieht man das Gewächshaus. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Es hat alles so Löcher. Deswegen wird das ersetzt. Da waren wir letztes Mal auch schon fleißig, direkt nach der Ankunft. Wir hatten ja Zeit, weil der Strom weg war. Habe ich da schon Bohnen eingesetzt. Die Stellage neu gebaut und da sieht man eben, das ist alles nicht mehr dicht. Da haben wir schon umgejätet, jetzt müssen wir nur einmal drüber fahren. Dann kommen da die Tomaten rein, die neue Folie drauf, weil da man sieht, komplett durch. Drüben ist es noch schlimmer. Da sieht man auch komplett durch, Folie gerade neu. Da müssen wir uns gegen den Dschungel ankämpfen, ein bisschen. Da auch wieder was machen. Dann machen wir heute noch einen Rhabarberkuchen. Und ganz wichtig, ich muss an meinem Buch ein bisschen weiterschreiben. Das ist ein bisschen vernachlässigt während den Ferien. Und das wird jetzt auch wieder im Alltag irgendwie integriert. Denn heute steht, wie gesagt, der Garten an. Da hinten die Hecke werden wir schneiden. So, jetzt ist schaufeig. Dabei seitlich ein bisschen schneiden. Oben lasse ich sie wachsen, aus bestimmten Gründen. Das ist ja praktisch, wenn es ein bisschen höher ist in manche Richtungen. So, die Hühner laufen immer noch frei herum, die haben es ganz fein. Die eine geht immer rein, ja, die kleine, wieder runter. Kann ich einfach reinhüpfen die ganze Zeit. Ja. Jetzt werden wir dann die Hunde noch bitten rauszugehen. Ja, da müssen wir dann mähen, wir haben jetzt einen neuen Rasenmäher gekauft. Weil der eine Rasenmäher, der macht schon komische Motorgeräusche. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das alles ein bisschen parat machen, Garten schön machen. Und wir haben wieder voll Motivation, ein bisschen zu renovieren. Wir haben gestern auch nur Leisten gekauft im Baumarkt, um den Boden abzuschließen. Und wir werden im Wohnzimmer und im Schlafzimmer einen neuen Boden verlegen. Das werden wir jetzt auch nächste Woche in Angriff nehmen. Das ist das Objekt der Begrüde. Meine Badlampe, gell? Ja. Die Oma-Lampe. Jetzt sind wir mal gespannt, wie die wirkt. Hast du noch Befestigungsmaterial dabei? Ja, kannst du haben. Mache ich gleich. So, jetzt musst du sagen, was du willst, gell? Und dann muss es so machen. So? So? Dann macht es ja so, oder? Und wie wirkt es so cooler? Keine Ahnung. So cooler? Ja, glaub, ja, oder? Ja. Ja. Falls dir alles besser. Ich finde es so schöner. Dann lass ich jetzt mal was der Emil was machen. Ganz gut. So, Rest wird noch montiert. Was denn? Was nicht? Nein. Ah. Ey, schön. So, das sieht cool aus. Jetzt, Lift an. Ja? Ich hab du bist leider beim Schalter. Achso. Ich hab ja Lift an. Wow. Oh, das macht den Raum gleich viel heller. Super. Ja, wirkt super. Klasse. Die neue Folie, gleiche Farbe, dann haben wir eine zweite. Und was glaubst du, ist das die Größe? Schon, ha? Das ist ein Eingang. Da vorne. Ja, das ist gerade so.
erste ist jetzt fertig. Die Folie ist ein bisschen größer als die, die wir gehabt haben. Und jetzt müssen wir auf die Seite nachher. Da haben wir jetzt noch gar nichts gemacht seit der Ankunft. Das sieht man auch. Hat alles nur rausgerupft. Da kann man dann heute die Gurken noch rein. Und die Zucchini muss ich da irgendwie auf Feld machen. Irgendwas sind schon mal. Normalerweise machen wir immer jede Woche ein bisschen was im Garten, aber durch einen langen Urlaub hat sich das ein bisschen verzögert. Ich werde da vorne heuer die Zucchini dran machen, neben die Bohnen. Ich glaube, die werden sich schon vertragen, die zwei. Und da haben wir dann noch den Staudensellerie vom letzten Jahr. Der darf heuer wieder ein paar Samen produzieren. Machen wir immer so. Da werde ich dann noch Tee draus machen, Brennnesseltee. Ja. Und die Kartoffeln haben sich wieder gefangen. Die hatten so Probleme wegen die Schnecken. Aber jetzt geht's wieder. Schauen wir mal, ob wir da noch eine Ernte kriegen. Sonst müsste ich noch welche ins Feld packen. Und da hinten haben wir letztes Mal freigebuddelt. Das ist unser Erdbeer-Rhabarber und da vorne der normale Rhabarber. Da gibt es heute noch einen Kuchen ab. Und die Pfirsiche sind schon ein bisschen größer geworden. Geht da wieder eine ganz tolle Ernte ab. Alle Bäume sind voll. Hinten hat es auch noch einen neben dem Gewächshaus, ist auch bummvoll. Und die Äpfel von der Sina wachsen auch. Ganz, ganz viele sind wieder drauf. Jetzt haben wir das Feld vorbereitet. Jetzt kann man da auch schon Tomaten rein und dann schauen wir, dass wir heute auch eine gute Ernte kriegen.
So, jetzt haben wir die Tomaten schon im Feld drin. Ich war ja ein bisschen übersichtlich, weil wir sie nicht selber angesetzt haben. Wir haben einfach ein paar Sorten jetzt mal geholt. Vielleicht passt da noch eins rein vorne. Mal schauen, oder man lässt es so. Schaut eigentlich gut, ganz gut aus. Machen wir da hinten das Gewächshausparat, gell? Ja. Dann muss ich nachmachen. Dann machen wir da noch die Zucchini rein. Was ist da drin, Mama? Was ist das drin? Was ist da drin? Wo drin? Da sind ein paar Radieschen, mal schauen, ob die wachsen. Kann auch noch Zucchini. Und da sind jetzt mit einem Gewächshaus fast fertig. Und jetzt fehlen nur noch die Gurken. Dann werden wir jetzt in nächster Zeit das Haus komplett minimalisieren und entmüllen und alles eben aussortieren, was wir nicht mehr brauchen. Und ja, ab und zu werde ich die Kamera einschalten. Seid ihr live dabei. Wir werden auch immer wieder Räume renovieren. Und ja. Bald einmal gibt es auch noch ein Wildtalk-Video über die letzten zwei Wochen. Und ja, ich glaube, vorerst war das jetzt mal alles. Jetzt werde ich dann nochmal einen Rhabarberkuchen machen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!